Herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst. Die Kirche kommt heute zu Ihnen ins Wohnzimmer. Schön, dass Sie dabei sind. Wir wollen zusammenhalten in diesen Tagen. Darum feiern wir diesen Gottesdienst heute am Palmsonntag auch gemeinsam in ökumenischer Verbundenheit. Hätten wir jetzt ruhige und normale Tage, dann wäre jeder in seinem eigenen Gotteshaus. Die Krise bringt uns zusammen. So darf ich heute hier auch Pastor Ulrich Tesch begrüßen. Ulrich, du bist Pastor der Freien Evangelischen Gemeinde in Opladen. Was bewegt dich zu diesem Gottesdienst? Ja, ich muss sagen, als vor einigen Wochen alle Veranstaltungen im Gemeindehaus untersagt wurden, das war für mich schon ein kleiner Schock. Und ich habe natürlich erst gedacht, was soll ich als Pastor jetzt machen? Mittlerweile haben wir ja alternative Kanäle gefunden, so auch hier. Und mir ist wichtig, dass die Gemeinschaft, die wir jetzt so in physischer Form schmerzlich vermissen, dass uns dieser Wert umso wichtiger wird. Auch über die Konfessionsgrenzen hinweg und auch hoffentlich über die Zeit der Krise hinweg. Ja, und das ist Heinz-Peter Teller, Pfarrer von St. Remigius. Was bewegt dich, Heinz-Peter? Ja, ich kann mich dir nur anschließen. Wenn ich ehrlich bin, geht mir in den letzten Tagen oft eine Genesungskarte durch den Sinn. Da steht vorne drauf, ohne dich ist alles doof. Und so geht mir das oft. Die Leute fehlen mir, die Gemeinde fehlt mir, das Leben fehlt mir. Man ist so auf sich selbst reduziert. Und darum bin ich froh, dass es solche Möglichkeiten gibt wie jetzt, dass wir gemeinsam verbunden sind mit denen, die uns zuhören, die mitfeiern. Es gibt eine Verbundenheit, die uns alle zusammenschließt, über das körperliche Sehen hinaus. Wir sind eine Gemeinschaft von Christen und das bewegt mich heute, hier hinzukommen und mit euch den Gottesdienst zu feiern. Und dann reiche ich den Stab weiter. Frau Pastorin Christine Weidner aus der evangelischen Gemeinde hier in Opladen, dann darf ich auch dich fragen, was du so sagen möchtest. Ja, also ich finde es manchmal traurig, wenn man so durch die Straßen geht, dass man dann seinen Mitmenschen immer so ausweichen muss und so einen großen Bogen um seine Mitmenschen macht, als ob die alle giftig wären. Leider ist das ja zurzeit auch so, dass wir alle nicht wissen, ob wir das Virus in uns tragen und weitergeben oder nicht. Und umso mehr freue ich mich dann auch über schöne Gesten, dieses Balkonsingen, das Glockenläuten, das wir alle gemeinsam um 19.30 Uhr haben. Gute Ideen und dass man Menschen auch abklatscht, wie man das heutzutage nennt. Also neulich habe ich auch für die Müllmänner geklatscht und die haben sich riesig gefreut und durchs Fenster zurückgewunken. Und ich freue mich einfach über alle Zeichen der Zusammengehörigkeit auch in diesen Tagen. Ja, so wie wir sind, sind wir hier zusammen zu diesem Gottesdienst im Namen Gottes. So wie wir sind, da wo Sie jetzt gerade sind, da wo du jetzt gerade bist, da, wo deine Seele gerade ist, ruhig oder aufgewühlt, zuversichtlich oder voller Fragen. Wir sind zusammen im Namen unseres Schöpfers, im Namen unseres Erlösers, Jesus Christus, und im Namen unseres Trösters, des Heiligen Geistes. Nicht verschweigen, die Angst beherrscht die Zeit. Ich kann es nicht beschreiben, wie die Ohnmacht um sich greift. So hilflos und zerbrechlich, so machtlos und so schwächlich, unverhofft und plötzlich, beispiellos entsetzlich. Und plötzlich hören die Menschen, wie die Vögel wieder singen, auch Delfine kann man sehen, wie sie in die Häfen schwimmen. Und der Smog hat sich verzogen, blauer Himmel, reine Luft. Nach dem Winter kommt der Frühling, man riecht wieder Blumenduft. So hilflos und zerbrechlich, so machtlos und so
beispiellos entsetzlich. Und auf einmal singen Menschen in den Häusern, wo sie wohnen, singen hoffnungsvoll in Chören, singen lauthals auf Balkonen. Heute ist nichts mehr wie gestern, morgen ist nichts mehr beim Alten, doch wir werden es gemeinsam überstehen und neu gestalten. Die Not lehrt wieder beten, viele falten ihre Hände. Bitten Gott, schenk uns ein Wunder, hoffen auf ein gutes Ende. Doch in allem lasst uns glauben, für die Menschen, für das Land. Ganz egal in welcher Krise steht die Welt in Gottes Hand. Verängstigtes Herz, werde ruhig, meine aufgewühlte Seele in mir, werde ruhig, du verängstigtes Herz, werde ruhig, meine aufgewühlte Seele in mir, werde ruhig, du verängstigtes Herz. Aufgewühlte Seele in mir, werde ruhig, du verängstigtes Herz, werde ruhig. Wir beten mit Psalm 143. Herr, höre mein Gebet, achte auf mein Flehen und hilf mir, du bist doch treu und gerecht. Bring mich nicht vor dein Gericht, denn vor dir ist kein Mensch unschuldig. Der Feind verfolgt mich und wirft mich zu Boden. In völliger Dunkelheit lässt er mich zurück, als wäre ich schon tot. Ich weiß nicht mehr weiter und bin vor Angst wie gelähmt. Ich denke zurück an früher, an das, was du damals getan hast, und halte mir deine großen Taten vor Augen. Zu dir strecke ich meine Hände empor im Gebet. Wie ausgedörrtes Land nach Regen lechzt, so warte ich sehnsüchtig auf dein Eingreifen. Herr, erhöre mich doch jetzt. Ich bin völlig am Ende. Verbirg dich nicht vor mir, sonst habe ich nicht mehr lange zu leben. Lass mich schon früh am Morgen erfahren, dass du es gut mit mir meinst. Denn ich vertraue dir, zeige mir, wohin ich gehen soll, denn nach dir sehne ich mich. Rette mich, Herr, vor meinen Feinden. Nur bei dir bin ich geborgen. Lehre mich, so zu leben, wie du es willst, denn du bist mein Gott. Führe mich durch deinen guten Geist, dann kann ich ungehindert meinen Weg gehen. Herr, ich weiß, du bist gerecht, darum hilf mir aus meiner Not. Herr, so sind wir hier vor dir, mit dem, was uns gerade bewegt. Du kennst uns. Du siehst uns. Du bist auch jetzt für uns da. Wir sehnen uns nach einem Wort, das uns hilft, stärkt, tröstet, korrigiert und uns ausrichtet auf das, was wirklich zählt und trägt. In guten Zeiten erkennen wir das nicht immer so klar und deutlich. Wir bitten dich, erbarme dich über uns. Christe Erlöser, Christe Erlöser.
12. Kapitel im Evangelium nach Johannes. Am Tag darauf hörte die große Volksmenge, die sich zum Fest eingefunden hatte, Jesus komme nach Jerusalem. Da nahmen sie Palmzweige, zogen hinaus, um ihn zu empfangen und riefen: Hosanna, gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn, der König Israels. Jesus fand einen jungen Esel und setzte sich darauf, wie es in der Schrift steht: Fürchte dich nicht, Tochter Zion, siehe, dein König kommt. Er sitzt auf dem Fohlen einer Eselin. Das alles verstanden seine Jünger zunächst nicht. Als Jesus aber verherrlicht war, da wurde ihnen bewusst, dass es so über ihn geschrieben stand und dass man so an ihm gehandelt hatte. Die Menge, die bei Jesus gewesen war, als er Lazarus aus dem Grab rief und von den Toten auferweckte, legte Zeugnis für ihn ab. Eben deshalb war die Menge ihm entgegengezogen, weil sie gehört hatte, er habe dieses Zeichen getan. Die Pharisäer aber sagten zueinander: Ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet. Alle Welt läuft ihm nach. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen.
Der Predigttext für diesen Sonntag steht im Markus-Evangelium im 14. Kapitel, die Verse 3 bis 9. Und als er in Bethanien war, im Hause Simons des Aussätzigen, und saß zu Tisch, da kam eine Frau, die hatte ein Glas mit unverfälschtem und kostbarem Nardenöl, und sie zerbrach das Gefäß und goss es auf sein Haupt. Da wurden einige unwillig und sprachen untereinander: Was soll diese Verschwendung des Salböls? Man hätte dieses Öl für mehr als 300 Silbergroschen verkaufen können und das Geld den Armen geben. Und sie fuhren sie an. Jesus aber sprach: Lasst sie in Frieden. Was betrübt ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Denn ihr habt allezeit Arme bei euch, und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun. Mich aber habt ihr nicht allezeit. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Leib im Voraus gesalbt für mein Begräbnis. Wahrlich, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt wird in aller Welt, da wird man auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie jetzt getan hat. Liebe Gemeinde, sie sagt nichts. Auf einmal steht sie da und das feine Splittern des Glases ist kaum hörbar, doch dann spüren es alle. Ein Duft breitet sich aus im Raum und hautnah wird sie spürbar, die Freude an der Kostbarkeit des Lebens. Salbe zu spüren ist schön. Es hebt die Stimmung und pflegt zugleich. Es tut der Haut wohl und der Seele. Mit dem Duft verbreitet sich auch Freude. Freude am Dasein und seiner Schönheit. Es ist doch alles ein Geschenk. Da meldet sich die Vernunft zu Wort. Dieses Salböl hätte man doch verkaufen können und das Geld den Armen geben. Nardenöl war zu Lebzeiten Jesu in Israel außerordentlich kostbar und teuer. Ein Tagelöhner hätte damals ein ganzes Jahr lang arbeiten müssen, um sich so eine Alabasterflasche mit Nardenöl überhaupt leisten zu können. Die Narde kam nämlich vom Himalaya und musste über weite Wege transportiert werden, bis sie nach Israel gelangte. Entsprechend teuer war sie. Und verschwendet soll es also sein, verschwendet, wenn diese Flasche Salböl ganz und gar auf Jesu Haupt ausgegossen wird. Verschwendet, wenn es Jesus wohltut. Muss diese Überlegung der Missgünstigen Jesus nicht tief verletzt haben? Jeder dieser Besserwisser hätte doch gewiss selber etwas Kostbares zu Hause. Und wenn er gewollt hätte, hätte er das doch verkaufen können. Meldet sich da nicht ein bisschen auch durch die Hintertür ein schlechtes Gewissen? Die Frau, die zerbrochene Flasche immer noch in der Hand, sagt nichts. Da ist nichts, was sie der Vernunft erwidern könnte, nichts, was die Berechnung begreifen könnte, nichts, was der Verstand verstehen könnte. Sie hat etwas getan, was mit der Vernunft nicht zu fassen ist. Der französische Mathematiker und Philosoph Blaise Pascal sagte einmal: Das Herz hat seine Gründe, die die Vernunft nicht kennt. Warum tut sie das, diese Frau? Warum blühen Bäume? Warum singen Vögel? Warum scheint die Sonne? Warum beschenkt mich Gott mit dem, was ich brauche zum Leben im Überfluss? Kommt alles aus Gottes Liebe. Das Herz führt keine Tabellen und stellt keine Rechnungen auf. Es kalkuliert nicht, ob sich etwas lohnt oder rentiert oder auszahlt. Es fließt einfach über, so wie das Salböl aus der Flasche, aus dem zerbrochenen Gefäß. Und Jesus sagt: Lasst sie in Frieden. Frieden soll sie umgeben, wie ein schützender Mantel, durch den die kalten Worte der Besserwisser nicht hindurchdringen können. Frieden, den die Vernunft nicht fassen kann. Sie hat mir wohlgetan. Mit diesen Worten gibt Jesus seine Empfindungen offen zu. Ein schönes Werk hat sie getan an mir. Es war eine Wohltat für ihn, dieses Salböl. Sie hat meinen Leib im Voraus gesalbt zu meinem Begräbnis. Bittersüß fühlt es sich an für Jesus, das zu ahnen. In die Wohltat mischt sich Wehmut. Ob er ein paar Tage später
wenigstens noch eine Erinnerung hatte daran, dass ein Mensch seinem Körper wohlgetan hat, jetzt, wo alles schmerzt, zerbrochen, ausgegossen. Und die, die jetzt Verschwendung sagen, sie sind wie ein Vorausblick auf diesen Schmerz, sie missgönnen Jesus die Wohltat. Und da ist die Frau, die ihm mit dieser Salbung die Wohltat erweist. Beides ist im Raum, das Schöne und das Verletzende. Ja, Jesus kennt das. Diese Mischung aus Wohligkeit und Wehmut, aus Geschenk und Missgunst, aus Freude und Bangen, wie wir es so oft auch erleben. Und Jesus will, dass diese Wohltat niemals vergessen wird. Das gehört zum Evangelium, zur guten Nachricht, die in der ganzen Welt gesagt werden wird, von Mensch zu Mensch. Du bist kostbar, du bist wertvoll. Wie teuer Gottes Liebe ist, das weiß wohl niemand, so wie Jesus. Jesus, der hier wenige Tage, vielleicht nur Stunden vor seinem Kreuzweg steht, er mag vielleicht ermessen, was das heißt, Liebe im Überfluss durch ein zerbrochenes Gefäß. Die Frau mit dem zerbrochenen Salböl steht da, sie sagt nichts. Was soll sie auch sagen? Sie hat etwas getan, hat Jesus wohlgetan mit dem Besten, was sie hatte. Denn das erfüllt ihr ganzes Sein, wo Jesus ist, da ist Liebe. Und die rechnet nicht, die gibt, sie gibt alles. Das mit dem Begräbnis hat sie noch nicht so recht verstanden. Aber am dritten Tag wird sie etwas zu sagen haben, was in der ganzen Welt gesagt werden wird. Und der Friede Gottes, der größer ist als unsere Vernunft, bewahre uns, unsere Herzen, unsere Gedanken, in Jesus, unserem Herrn. Amen. Wir hoffen auf dich, sei da sein.
Herr, wir müssen Geduld haben in diesen Tagen. Das schöne Wetter lockt uns, doch wir sollen nicht hinausgehen. Kinder dürfen nicht mit ihren Freunden spielen. Wir gehen zum Einkaufen und wissen nicht, ob wir die Dinge, die wir haben wollen, bekommen. Seltsame Zeiten, in denen Lebensmittel rationiert werden. In Krankenhäusern wissen Pflegekräfte und Ärzte nicht, ob sie den Ansturm, den sie erwarten, wirklich bewältigen können. Ob sie alle Menschen, die zu ihnen kommen, wirklich heilen können. Denn wir wissen, in anderen Ländern klappt es nicht. Sei bei uns allen, dass wir diese schweren Zeiten gut bewältigen können. Du gibst uns Überfluss auf der Erde und in den Meeren, in den Wäldern und auf den fruchtbaren Ebenen. Du gibst uns Luft zum Atmen, Wasser zum Trinken und alles, was nötig ist für menschliches Leben. Wir bitten dich für die, die wenig wissen von deiner Großzügigkeit. Für die die Erde eine grausame Wüste ist und Leben einen dauernden Kampf bedeutet. Wir geben zu, dass ihre Lasten unsere Lasten sein sollten. Gehören wir doch alle zu einer Menschheit. Vater, erneuere uns durch deinen Geist. Jesus Christus, du zeigst uns mit deinem Leben und mit deiner Hingabe, wie kostbar jedes menschliche Leben ist. Im Moment wird alles dafür getan, um Menschenleben zu retten. Aber viele geraten auch ganz an den Rand. Wir bitten dich für alle, die jetzt auf der Flucht sind und die von anderen nicht wert geachtet werden, gerettet zu werden. Erbarme du dich über sie, finde du einen Weg zu ihnen und schütze sie. Amen. Und wir beten gemeinsam, wie Jesus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so segne euch und alle, die zu euch gehören, in der kommenden Woche und an den österlichen Tagen der allmächtige und liebende Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.